Shutterfly ist jetzt auf der Visa mit seiner langen Zeit Partner in Tunesien, Checkmate. Damals habe ich gesagt, Shutterfly mag Checkmates nicht so gern und Checkmate ist so eifersüchtig auf Shutterfly. Aber jetzt sind die beste Freundin. Jetzt gehen die zusammen da raus, die zwei, jeden Tag. Die eine würde nicht gehen ohne die anderen. Ist richtig schön zu sehen. Wir haben ihn immer genannt Petey, wegen Strowel Peter. Also Petey im Stall war er immer und auch wenn er zu Shutterfly umgenannt war, haben wir immer gesagt Petey. Jetzt ist er 23, der ist 16 Jahre schon bei uns. Also meine größten Erfolge mit Shutterfly sind glücklicherweise sind sehr viele. Er ist ganz konstant Leistung gebracht und das ist, was macht ihn außergewöhnlich. Der war nie verletzt, was auch unglaublich ist und hat bis seine letzte Prüfung in Aachen, wo er mit 18 Jahren gewonnen hatte, vor die besten Pferde der Welt, ist er gut gegangen. Shutterfly hat in der Jahr am Mittwoch das Preis von Europa gewonnen. Souverän gewonnen vor die besten Pferde der Welt. In eine wahnsinnige Strecken, wo er schnell war, wo er seine 18 Jahre nicht gezeigt hatte. Nach diesem Ritt hat mein Mann sofort gesagt, Shutterfly hat verdient, in Ruhestand zu gehen. Ich habe gedacht, was würde ich wünschen, wenn ich Shutterfly war? Und habe gedacht, die Beste, was ich für ihn tun könnte, war, ihn zu verabschieden vor dem besten Publikum der Welt in Aachen nach einem Sieg. Vielleicht kriege ich diese Chance nicht nochmal. Und was muss er nochmal zeigen? Nichts mehr als Pferd. Der hat alles gezeigt. Also Shutterfly war immer sehr, sehr sensibel. Wir hatten Angst damals, wie Shutterfly verabschiedet war, dass er unruhig wird, in Ruhestand. Aber wir waren ganz froh, wie wir gesehen hatten, wie ruhig er war. Er war nicht nervös, wenn die LKW weggegangen ist. Er war nicht nervös, wenn die anderen Pferde zum Turnier gefahren waren. Und dann haben wir gesehen, dass langsam konnte er auf die Wiese gehen, nicht mehr geritten sein. Seit dann ist er zufrieden auf unserer Wiese hinten. Kommt immer rein abends. Ich denke, Shutterfly ist genau das gleiche Pferd, was er immer war. Die einzige ist, der ist viel ruhiger, gelassener, nicht so schnell aufgeregt und genießt seine ruhigen Tage. Sieger ist Shutterfly, das Pferd meines Lebens. Zu Ende hat er jede Springen der Welt gewinnen können, gegen jede Konkurrenz der Welt. Ich glaube, alle meine Kollegen hatten Angst, wenn Shutterfly auf der Startliste war. Egal wo wir waren, in der Halle, draußen, Rasen, Sand, egal welcher Parcoursbauer, der hat alles schaffen könnte, war auch unglaublich schnell in Stecken. Also für mich war das der perfekteste Pferd der Welt.